So, nochmal ein kleines Hallo zwischendurch. Ich bin gerade hier bei dieser Stelle angekommen, die habt ihr ja schon gesehen. Und ich habe zwei Optionen zum Reden gehört, bekommen. Also, wollte ich die euch nicht vorenthalten. Schauen wir mal an, was sie wollen. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Möchtest du erzählen, was es ist? Wie sehr tut es weh? Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Larven zu tun hat? Dich anderen Dingen zu wenden? Nee, wie sehr schmerzt es denn? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Ich hoffe. Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Larven zu tun hat? Positive. You can trust me on that. Okay, dann glaube ich dir mal. Aber sag uns Bescheid, wenn etwas ist. Also sag uns Bescheid, wenn du darüber reden möchtest. Gail möchte auch etwas von uns. That woman has more venom in her heart than a snake in its fangs. But at least the child is safe. Ja, Gott sei Dank konnten wir das Kind retten. Youth is not a time to be forgiven for one's transgressions. Es war monströs, ein Kind so fortzuführen. Gut, dass wir eingeschritten sind. Vergebung bedeutet nicht, wenn sie nicht aus ihren Fehlern lernen. Klingt, als hättet ihr was zuzugestehen. Nein, es war monströs. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Ich meine, sie war schuldig, aber was sie getan hat, hat sie aus einem dummen Grund gemacht. Aber deswegen muss man sie nicht direkt einsperren oder am besten von einer Schlange vergiften lassen. So, wir haben diesen Typen jetzt besiegt. Diesmal war es wirklich sehr einfach. Letztes Mal haben wir uns wirklich nur dumm angestellt. Mal ganz kurz zu Gail gehen, dann können wir uns auch ihn einfach mal plündern. Einmal kurz. Das haben wir nämlich nicht getan. So. Wir gehen mal hoch. Zwischendurch, in der ganzen Zeit, bis ich hierher gespielt habe, haben wir auch rausgefunden, dass Schattenherz Angst vor Wölfen hat. Und sie hat uns darum gebeten, uns fernzuhalten in der Zukunft. Also, sollten wir... Wir können es plündern? Sollen wir das plündern? Sollten wir ihn das plündern lassen? Ich meine, es ist eine Leiche. Wen interessiert es, ob wir es plündern? Diese Münzen können infernalische Maschinen antreiben. Wir nehmen das einfach mal. Zauber erlernen. Als Schüler der erkannten Künste können Magier neue Zauber lernen, indem sie bestimmte Zauberschriftrollen studieren, statt sie zu verwenden. Verbrechen. Bestimmte Aktionen werden von anderen Charakteren missbilligt. Wenn du dich erwischen lässt, landest du womöglich in einer Gefängniszelle. Also ich meine, gerade hat es niemand missbilligt. Außerdem, warum sollte man? Das ist eine Leiche. Gut. Naja, wir sind nicht auf dem Schlachtfeld. Wahrscheinlich wollen die nicht, dass Leichen geplündert werden. Aber wir haben die Leiche jetzt geplündert und das ist unser Loot. Fertig. Wir reden nochmal mit der Rika. Das haben wir schon getan, glaube ich. Ja, das haben wir schon getan. Eigentlich hätten wir oben gar nicht hingehen müssen. Wir können einmal zurückgehen, denn wir sollten doch mit diesem Saflon reden, oder wie der hieß. Der war doch hier, soweit ich mich erinnern kann. Wo er jetzt ist, ist eine Sache für sich. Unten war noch das eine Steintor, das können wir uns mal ansehen. Vielleicht ist er da. Kommen wir hinterher? Aber wieso läuft die da, Astario, da nicht ab und zu so seltsam? Ich weiß, das ist ein Schurke, aber was sind das für Bewegungen? So, wir sind wieder in der Senke. So, das Tor, da können wir mal rein. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Hoffe ich mal, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß gerade nämlich nicht, wo wir hin sollen. Wir können hier auf jeden Fall rein. Ich glaube, letztes Mal durften wir da nicht rein. War da nicht was? Dass das nicht ging? Mal sehen, was so uns dahinter erwartet. Oh, doch, doch. Letztes Mal ging das. Wir sind hier bei diesen Zephlo-Typen. Wir können mit ihm reden. Wir sollten doch auch mit ihm reden, oder? Von der Schlangentante? I heard what happened. Thank you for protecting the child. Natürlich, kein Problem. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Naja.
Es ist wahrscheinlich sicherer, hier drin die Gewalt zu wählen. Draußen, Goblins sind unberechenbar und wer weiß, wie viele das sind. Es ist die beste Option, den Hain zu verlassen. Ich kann euch dabei helfen. Könnt ihr das Ritual verzögern? Ihr müsst euch wehren. Viel Glück dabei, mit mir hat das nichts zu tun. Ich will euch nicht beraten. Ich soll dafür sorgen, dass ihr geht. Könnt ihr das Ritual verzögern? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Corga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Was sollen wir tun? Sie umbringen? Warum werdet ihr sie denn nicht los? Oh Gott, ihr solltet von hier fliehen. Ich helfe euch. Vielleicht wäre es sicherer zu fliehen, aber ich möchte auch, dass diese blöde Kuh mal einen auf den Deckel bekommt. Also, wie wird man sie los? Thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Corga, ne? Within striking distance. Theoretisch könnten wir das machen. But they've already let you pass once. Aber dann sind wir nicht mehr die liebe kleine Elfin, die wir spielen wollten. Was ist es euch wert? Ich bin keine gedungene Mörderin. Ich weiß nicht, ob wir die einfach umbringen sollten, aber sie hat es, glaube ich, schon verdient. To get these people to Baldur's Gate. Everything. I'm still hoping Corga can be swayed from this madness. Ich glaube nicht, but if not, dass das geht. Leaders need to make tough decisions. We do what we must. Lean wäre wahrscheinlich einfacher, aber ganz ehrlich, ich mag diese Frau nicht. Also es ist mir egal, ob wir sie umbringen oder nicht. Ich muss mal aus meiner kleinen Schale rauskommen, in der ich immer nur die besten und liebsten Antworten nehme, denn das bringt einen nicht ganz so weit. Und fliehen klingt wirklich sehr viel langweiliger, als sie jetzt einfach umzubringen, oder? Die Frau ist nun mal ein Monster. Vielleicht können wir sie ja irgendwie überzeugen, dass sie sich doch irgendwie anders. Weiß ich nicht, dass sie sich doch irgendwie anders entscheidet. Wir können es nur versuchen. Wir werden wahrscheinlich uns sehr viele Feinde machen. Aber auch Freunde. Und ich glaube, ich freue mich lieber mit den Teufeln an als mit den Druiden, weil die Druiden wirken ziemlich durchgeknallt. Ich finde es auch immer noch witzig, egal welche Einstellungen ich habe, es lädt einfach nicht alles. Es dauert immer eine Weile, bis alles geladen ist in der Welt. Achso, können wir mit der Mutter noch reden, jetzt wo ihr Kind wieder da ist? Kriegen wir ein Dankeschön? You ever scare me like that again, and I'll feed you to a gnoll. Mom, I'm fine. Stop it. Es hätte aber schlimm ausgehen können. Our little Hellion told us what happened. Thank you. Don't know what we do without her. Kein Problem. Es ist immer schön, jemandem zu helfen. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Ich habe eure Tochter gerettet. Habt ihr nicht mehr als nur einen Dank für mich? Oh, nein. Das hätte böse enden können. Behaltet sie ab jetzt im Auge. Behalt deinen Langfinger ab jetzt bei dir. Klar, Arabella? Oh, das klingt wie so eine Drohung. Ja, das hätte böse enden können. The Nine Hells will soon freeze over. But we'll try. Ja, besser ist. Oh, Volksheld, Schlangenflüsterer. Anna ist inspiriert. Arabella ist sicher, dass ihre Eltern sind. Was ist das? Ihre. Ach so. Ihre Eltern sind für unser Eingreifen dankbar. Wir haben Kumiras Medaillon erhalten. Gewährt den Trägern Fähigkeit, tanzen wie Lichter zu wirken. Gale kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und ihn zerstören. Das könnten wir Gale geben, ne? Können wir ihm das jetzt schon direkt geben? Wenn wir mit ihm reden, können wir ihm das dann geben oder müssen wir ihm das irgendwie im Lager geben? Hi, ich habe ein magisches Artefakt, ja. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. Das heißt jetzt? I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Oh, okay. Gut, dann behalten wir ihn und warten, bis du ihn brauchst. Ich würde gerne nochmal mit ihm reden. Ich habe immer noch Angst, ihn mitzunehmen, weil wir nehmen meistens die netten Antworten. Ja, und diese Reaktion. Diese Reaktion hatten wir vorher nicht von ihm. Die Reaktion bekommen wir jetzt von ihm, weil er nicht zugestimmt hat mit den Sachen, die wir getan haben. Ich glaube, er mag uns gerade nicht so gerne. Also sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir tun. Und ich glaube, diese eine böse Entscheidung, die Monsterfrau hier umzubringen, könnte uns vielleicht Bonuspunkte einbringen. Aber wenn nicht, dann lasse ich ihn, glaube ich, öfters im Lager, weil ich möchte nicht, dass er die Entscheidung mitbekommt und ja, dann anfängt uns zu hassen. Können wir hier auch hin? Ja. Und uns dann anfängt halt zu hassen. Das möchte ich gerne vermeiden.
Wenn es nur geht, irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen sollen. Ich würde nämlich gerne eine Romanze mit ihm anfangen. Ich denke mal, das ist möglich. Er ist ein unser Begleiter. Und er hat das auch schon so angedeutet. Nur scheint er auch ziemlich abgetan von guten Taten zu sein, wie ich das bisher beurteilen kann. Bei den 2, 3 Stück, bei denen er immer nicht einverstanden war. Why are you here? I sent you to Zevlor. Ist mir egal, wo du mich hingeschickt hast. Dieses Ritus muss machtvoller Magie entsprechen. Zevlor schickt mich. Seine Leute werden da draußen nicht überleben. Zevlor will euch beseitigen und genau das habe ich vor. The Outlander serves Zevlor. Oh, er ist einverstanden. Okay, er ist einverstanden, wenn wir solche Sachen machen. Okay, er ist einverstanden, wenn wir anfangen, Stress anzufangen. Okay. Immerhin werden wir einen Bonuspunkt bekommen. Ich denke auch, wir werden ab sofort einfach etwas speichern vor Entscheidungen. The time has come. Remove the outsiders. Huch, was ist denn jetzt? Ich dachte, wir fangen einen Kampf an. Na, jedenfalls werden wir ihn sonst ab und zu einfach, naja, zu Hause lassen im Prinzip. Okay. Oh! Wie, der Kampf hat schon angefangen. Das hat alles bei mir noch geladen. Können wir die überhaupt töten? Können wir abhauen? Ich glaube gar nicht, dass wir sie töten können. Ich habe nicht vorher gespeichert, ne? Mm-mm, gar nicht gut. Können wir aus Kampf fliehen? Könnten wir abhauen? Geht das? Also ich glaube, mit ihr kann ich nicht abhauen, aber wenn die anderen abhauen... Wir können versuchen abzuhauen, weil ich weiß nicht... Die hat 65 Leben. So viele Trefferpunkte haben wir nicht mal. Heil dich einmal. Beende deinen Zug. Also wir werden auf jeden Fall sterben. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Verdammt! Ich hätte das mal machen müssen. Wir werden gehen. Wir können mit ihr nicht fliehen. Das ist nicht gut. Und wir werden aufgehalten. Ja. Fehlschlag. Sehr gut. Wir können immer noch abhauen. Okay, wir müssen einfach versuchen abzuhauen. Soweit es geht. Wenn wir rauskommen, vielleicht überleben wir das dann. Was ist das? Öl der Verkleidung. Ich weiß nicht. Also erstmal Heiltrank. Und zweitens... ich weiß es nicht. Können wir mal ganz kurz gucken bei ihr? Resistenzen hat sie Giftschaden. Okay. Die können wir niemals besiegen. Die hat 65. Wir können nur abhauen, oder? Person bezaubern. Jetzt greift die uns nicht an, oder? Damit er dich nicht angreift. Ja, jetzt können wir abhauen. Moment, wir haben sie doch bezaubert. Wieso greift sie uns denn jetzt an? Das ist doch der ganze Sinn davon. Hä? Ich bin verwirrt. Der ganze Sinn von dem, was wir gemacht haben, ist doch, damit sie uns nicht angreift. Ja, wir sind jetzt tot. Hau ab! Du musst abhauen. Wieso kommst du nicht an diese Tür ran? Das kann nicht wahr sein. Okay, wenn sie ihn umbringen und wir mit ihm gleich laufen können. Oh, wir kommen mit ihr in die Tür. Verdammt, lass mich. Jetzt kommen wir mit ihr in die Tür. Wir können abhauen. Puh, ich hoffe, draußen wartet niemand auf uns. Ja, unsere einzige Chance ist es, hier abzuhauen. Wir können die nicht bekämpfen. Auf gar keinen Fall. Die hat 65 Lebenspunkte. Wir haben 14. Und es lädt immer noch nicht alles korrekt. Ich glaube, ich stelle die Grafik doch gleich einfach mal auf niedrig oder so, weil irgendwie lädt hier gar nichts. Ich verstehe es nicht. So viele Probleme hatten wir in anderen Spielen noch nicht gehabt, dass alles einfach nicht lädt. So, ich habe jetzt mal ein paar Grafiken umgestellt. Können wir jetzt abhauen? Ja, unsere Charaktere sind nicht da. Die sind sterbend gerade. Wir könnten einmal zurück zum Lager. Vielleicht leben wir dann alle wieder? Oder sind die jetzt zurückgelassen worden, weil sie gestorben sind? Immerhin sind wir aus dem Raum geflohen. Wir mussten nicht kämpfen. Da ist Will. Die anderen sind nicht da, ne? Die sind nicht da. Was steht da? Du bist bewusstlos und musst Todesrettungshilfe ausführen. Bis 3 Erfolge. Bei 3 Erfolgen hörst du auf zu bluten und dann zu... Wie machen wir das jetzt? Müssen wir den Kampf antreten? Können wir nicht einfach abhauen?
Ich dachte, das wäre so mein Ziel. Ich könnte einfach abhauen. Geht das nicht? Er ist auch noch da drin. Wenn wir mit ihm abhauen, vielleicht geht das dann auch. Oder mit ihm sterben. Wir schauen mal. Du kannst auch einmal rausgehen. Oh Gott, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt haben wir fehlgeschlagen, jetzt können wir raus. Also Gale ist tot. Und wir sind auch tot. Sind wir jetzt nicht wieder da? Ah, die haben uns verfolgt! Ich hätte dich weit genug vom Gegner, damit die uns zum Fall geschaltet wird. Oh! Oh, okay. Das war schnell. Ja, schwierig. Was soll ich dazu jetzt sagen? Wir laden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt regeln sollen. Ich möchte sie angreifen, damit wir die Punkte für Astarion bekommen. Dass er zustimmt, dass wir das machen. Aber wenn wir sie angreifen, das überleben wir nicht. Wie sollen wir sie dann besiegen? Da haben wir gar keine Chance. Wir könnten nur versuchen zu fliehen mit ihm. Aber das möchte ich nicht. Ich würde sie gerne angreifen. Ich meine, wenn wir das gut machen, haben wir vielleicht die Chance, sie zu besiegen. Wir haben ja High Ground, theoretisch. Also ganz am Anfang, unsere Charaktere stehen bei High Ground. Aber das sind nicht unsere Fernkampfcharaktere. Ich glaube, Gale steht weiter unten und wir stehen genau vor ihr. Also, nicht ganz so praktisch. Vielleicht sollten wir eine andere Gesprächsoption nehmen, dass sie uns nicht direkt angreift, dass wir den Vorteil haben, Überraschungsangriff. Aber dann kriegen wir die Astarion-Punkte nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. So, dann versuchen wir das ganze Dilemma nochmal. Aber diesmal positionieren wir unsere Charaktere. Und zwar gehe ich mit ihm hier hoch. Die anderen nicht, nur er soll da hoch. Die gehen wahrscheinlich hinterher, ne? Na gut, dann bleiben sie halt auch da oben. Ich gehe da hin. Okay, es bringt nichts. Die kommen mit runter direkt wieder. Dann nicht. Okay, dann gehen wir einmal zu Kaga und gucken. Vielleicht können wir eine andere Option wählen, damit wir sie anders angreifen können. Ja, aber darum geht's nicht. Dieser Ritus muss nach machtvolle Magie entspringen. Können wir sie vielleicht noch anders überzeugen? Vielleicht können wir den Kampf ja doch umgehen, auch wenn ich das gerne machen würde. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. Das klingt aber nicht wirklich wie ein schönes Heiligtum. While Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Das klingt nur nach einem nach Hassgerede klingt das. Du suchst dir da Ausreden aus, damit du alle anderen loswerden kannst, außer deine eigenen. Das ist nicht nett und bescheuert und auch sehr anstrengend mit dir, deswegen umzugehen. Und natürlich dieser Gesichtsausdruck. Nee. Zevlo schickt mich. Seine Leute werden da draußen nicht überleben. They may die on the road. They will die if they stay. Oh mein Gott. Clear choice, I would say. Ist das ihr Ernst? Dann werden wir versuchen, sie doch umzubringen. Ich habe eben abgespeichert vorher. Also. Wir hoffen, dass es funktioniert. Außerdem glaube ich, dass alles hier nicht so lange lädt, weil ich das Spiel nicht auf der SSD habe. Was ein großes Problem ist, wenn solche Kämpfe anfangen. Wir hoffen mal, dass es nicht zu schlimm ist. Ich meine, wir können uns ähnlich werden bei diesen Würfelspielen. Wenn die am Zug sind, sind sie am Zug und dann stechen sie auf uns ein und wir müssen sowieso zusehen, während das passiert. Es wäre nur schön, wenn wir... Ja, diesmal haben wir nicht so viel Schaden. Warum haben wir letztes Mal so viel Schaden gehabt? Jeder von uns war verletzt und fast tot. Kann sein, dass das ein Bug war vielleicht. So, mit ihm gehen wir mal einmal bitte hier rüber. Können wir... Nein, wir sind nicht im Vorteil. Die guckt uns an, die Frau. Können wir irgendwas hier machen? Das hat nur 50%. Das hat 60%. Auch 60. Was macht das? Bewegungsrate. Das ist gut. Das probieren wir. Wir haben sie lahmgelegt. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal hier hin. Okay, wir kommen nicht weiter weg. Den Zug beenden.
Was? Kara hat Donnerwoge auf Anna gewirkt. Anna braucht 14 für einen erfolgreichen Rettungswurf. Ergebnis ist 10. Können wir... Wir können das mal versuchen. Oh, das ist... Es ist gelungen. Okay. Es ist uns gelungen. Ah, ich würde ihn gerne... Gail, hast du einen Zauberspruch zum Heilen? Nein, du bist der Einzige, der gerade dran ist und du hast nichts zum Heilen. Das ist schlecht. Okay. Wir wissen, dass sie gegen Gift eine Resistenz ist, also können wir das meiste hier benutzen, oder? Bei Rettungswürfe dieses Ziel leider dennoch den halben Schaden. Entfährst du eine Welle donnernder Energie, die alle Kreaturen und Objekte zurückstößt. Highground wäre ganz gut. Aber wäre gut, Highground mit uns zu nehmen gleich. Kältestrahl. Wir können versuchen, sie zu verlangsamen. Die ist schon lahmgelegt, aber... Es wäre hilfreich, wenn sie langsam ist. Dann können wir mit den anderen abhauen. So, er geht weiter nach hinten. Wir beenden mal den Zug. Ah, ich habe vergessen, dass die auch noch da sind. Oh Gott, die spurtet her. Ey, kusch dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, mit ihr müssten wir theoretisch einmal Highground nehmen. Und angreifen. Wir gehen mal... Wir versuchen uns in die Richtung zu bewegen von Highground. Können wir einen Zauber erzeugen? Ja, bitte. Ich drücke doch zum Bestätigen. Ich habe doch gedrückt. Ist das die... Ach, hier. Gespiegelter Zauber. Zauber, die nur auf Kreaturen zielen, können noch auf andere zusätzliche Kreaturen zielen, ja. Passives Merkmal erhöht die Reichweite von Zaubern 50%. Wir nehmen mal das. Und jetzt nehmen wir den... Die chromatische Kugel, oder? Ah, ich weiß nicht. Wir nehmen... Wir nehmen den Feuerball einfach mal zum Testen am Anfang. So. Dann auf sie und auf ihn. Ah, Fehlschlag bei ihr, aber ihn hat es getroffen. Gut, das ist schon mal was Gutes. Wir beenden mal den Zug. Du? Kannst du zwei Sachen machen? Also einmal wäre schön, wenn du ihn da heilen würdest. Ich weiß nicht, wann er dran ist, um das nächste Mal sich zu heilen. Das ist wichtig. So, wir können noch jemanden heilen, aber das machen wir mal nicht. Wir gehen einmal kurz hier hinten hin. Oh, ich habe vergessen, dass er hinter uns ist. Jetzt gehen wir weg. Gott sei Dank hat er verfehlt. Ihn greifen wir einmal an mit dem Feuerball, weil der hat noch zwei Leben. Der müsste ihn sofort umbringen, oder? Ja, das hat ihn sofort umgebracht. Zug beenden. Er geht bestimmt zu Astarion, oder? Bitte lass Astarion in Ruhe. Oh no. Der Mann ist Fernkämpfer. Also, naja, er ist Schurke, aber Nahkämpfer. Der kann ich. Oh, wir haben alle ganz schön viel Schaden bekommen. Okay. Ja. Du? Einmal bitte deinen Trank und einmal heilen. Die sind mir zu weit weg, ne? Einmal kurz aufhören. Kannst du mal einen Schritt nach da gehen? Und du kannst du jetzt bitte einmal... Geht das für mehrere Kreaturen? Ne, da steht nur eine Kreatur. Dann einmal dich heilen. Jetzt können wir, glaube ich, nichts mehr benutzen. Wir konnten nur heilen. Können wir mit Gail hier hoch? Ja, wir gehen einmal hoch. Einmal hier hin. Und der Feuerball. Jetzt sind wir oben. Das sollte mehr Schaden machen. Das hat aber trotzdem nicht so viel Schaden gemacht, wie ich dachte. Können wir irgendwas machen, um ihn wieder zum Leben zu erwecken? Ja. Oh, es ist nicht nah genug. Verdammt. Mit ihr können wir es theoretisch. Dann können wir mit ihr näher rangehen. Könnten wir das... Das können wir gleich erst machen. Warte, wir gehen... Okay, wir können nicht mehr weggehen. Okay, wir können bei ihr einmal angreifen. Aber wir können auch einmal hier hochgehen, oder? Ja, zumindest nah genug daran. Was können wir denn noch hier benutzen? Das könnten wir benutzen. Wir müssen erstmal die kleinen Schergen loswerden. Oh, drei Projektile haben wir. So. Das war gut. Wilde Magie wird aktiviert. Du kannst bis zum Ende deines Zuges Gegenstände mit Kreaturen... Was auch immer da stand. Aber wir haben gar keine... Telekinese? Was steht da? Dürf eine Kreatur oder Gegenstand mit reiner Gedankenkraft bis zu... 18 Meter weit. Open up. Wir haben aber gerade keinen Gegenstand dafür. Also beenden wir es mal. Und er kommt zu uns, das war klar. Bitte nicht sterben. Nein, wir werden sterben.
Ich habe sie extra dahin getan, damit wir... Oh! Sie hat ihn einfach umgebracht. Übrigens, sie auch einfach um? Ich hoffe nicht. Ist das nah genug dran für sie? Verdammt, wir müssen näher rangehen. Wir müssen wieder runter. Wir sind immer noch nicht nah genug dran. Was ist denn das? Das ist so riskant. So, du musst einmal wieder leben. Mehr konnten wir nicht machen, oder? Was ist das hier? Außerdem erhalten sie einen Malus von Nahkampfangriffen. Keine Ahnung. Ich trinke das mal. Ich weiß nicht. Wir haben noch Hoffnung, dass es funktioniert. Wir heilen uns einmal selbst, bitte. Das wird nicht zu viel bringen. Weil wir wahrscheinlich gleich sofort wieder... Wir können nur versuchen, noch Schaden auszurichten, während wir... Wir können ihn schlagen, oder? Nicht genug Ressourcen? Was soll das heißen? Wieso können wir niemanden... Wieso können wir ihn nicht angreifen? Wieso können wir ihn nicht angreifen? Ich verstehe nicht. Okay, schlecht. Der hat sowieso keine Resistenzen. Wie lange schläft er? Wenn wir einen davon zum Einschlafen bringen, der ist immun gegen Schlafen. Zu viele Trefferpunkte. Verdammt, wir können niemanden zum Einschlafen bringen. Wieso müssen wir da so nah ran? Was ist besser? Das hier oder das? Nee, das finde ich besser. Okay. Nice, wir haben einen. Okay. Zwei Charaktere fehlen noch. Nothing important is ever easy. Wir können aber mit niemandem wirklich mehr gehen. Die wird uns wieder umbringen, oder? Ja, die hat sie wieder umgebracht. Und sie wird uns schlagen. Du darfst sie zweimal angreifen, so extrem. Was ist denn mit dieser Frau? Oh mein Gott, wir nehmen sie aber nochmal wieder. Wir verschwenden unsere ganzen Wiederherstellungsteile. Mit der Hoffnung, dass das irgendwie was bringt. Nein, wir bleiben oben. Er hat den Vorteil. Wir werden es aber niemals schaffen bei ihr. Wie sollen wir so viel Schaden machen in der Zeit? Wir können versuchen, hier einmal hochzugehen. Ich habe vergessen, dass sie uns angreifen. Ja. Wir können versuchen, mit ihr einmal wegzugehen. Das wird aber nicht viel bringen, denn wir werden sterben. Gale ist der Einzige, der sich gut hält, aber wenn die halt nah rankommt, haben wir ein Problem. Geht die zu uns, oder? Nee, sie geht... Um Gottes Willen. Die hat sie sofort getötet. Das ist keine Chance. Wir müssen abhauen. Können wir versuchen abzuhauen? Wir haben jetzt so viele Ressourcen verschwendet. Ich hoffe, wir kriegen die wieder nach der Rast. Wir hauen einfach ab. Wir gehen einfach und hoffen, dass das in Ordnung ist. Wir haben uns jetzt einigermaßen gut geschlagen. Ich meine, wir haben zwei von den Gegnern getötet, aber mehr können wir nicht machen. Die verfolgt uns vor allem gleich nach draußen. Ja, da ist sie. Oh Gott. Und wir sind tot. Oh Mann, das ist schwierig. Okay. Ich will aber nicht, ich sehe es nicht ein, sie nicht zu bekämpfen. Wir müssen nochmal versuchen, wir müssen einfach sie versuchen anzugreifen und dann zu fliehen, eventuell. Ich sehe es nicht ein. Die müssen wir doch irgendwie tot kriegen, die Frau.